Wie wir gesehen haben in den vorigen Kapiteln, ist es extrem spannend, diese Kryosphäre zu beobachten, auch wichtig, weil es auch klimarelevant ist. Und durch diese Beobachtung hat man natürlich auch wieder große Herausforderungen, weil es eben logistisch nicht so einfach ist. Das heißt, man hat jetzt speziell in diesen extremen Standorten diese Probleme, dass man schlicht und ergreifend nicht messen kann, weil man erstens im Winter nicht hinkommt, weil es permanente Dunkelheit hat oder weil es einfach zu kalt ist, zu ausgesetzt. Also man hat durch diese Limitierungen eine extrem geringe Datendichte, was jetzt speziell für diese Systeme ausschlaggebend wäre, um wirklich Modelle füttern zu können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen gesamten Gletscher beproben wollen, wo wir sagen, wir wollen eine Aussage machen über eine sehr große Fläche oder sagen wir provokanterweise über die Anzahl aller arktischen Gletscher. Und wenn man sich das vor Augen führt, wozu man dann eigentlich fähig ist von der Beprobungsdichte, muss man sich nach Alternativen umsehen, um wirklich eine höhere Auflösung zusammenzubringen. Weil speziell, wenn wir jetzt wissen, dass diese Pigmentierung auf Gletscheroberflächen hervorgerufen durch diese Eisalgen noch einmal zu einer Gletscherschmelze führt als Rückkoppelungseffekt, braucht man auf jeden Fall eine bessere Datendichte. Aber man kann einige Eiskerne bohren, man kann dann jemanden bitten, noch mehr Eiskerne zu bohren, aber man muss die dann irgendwann auch zu Tal tragen. Also irgendwo sind die Möglichkeiten erschöpft. Und zudem manipuliert man natürlich die Probe und wenn jetzt ein System derart sensibel ist, sensitiv auf Veränderungen, ist es notwendig, nicht invasive Methoden zu finden, weil speziell für diese Stoffwechsel, Untersuchungen muss man die Probe natürlich zuerst nehmen, dann muss man sie zerstückeln, man muss sie schmelzen, was natürlich für die Organismen eine drastische Veränderung bedeutet. Und das sind alles irreversible Prozesse. Das heißt, wir bohren diese Eiskerne, nehmen sie mit ins Tal und manipulieren sie und wollen dann globale Aussagen treffen, was eben nicht immer zulässig ist. Man versucht es jetzt mit nicht-invasiven Methoden, um auch eine bessere Datendichte zu bekommen, indem man zum Beispiel mit speziellen Lasern Pigmente anregen kann, ohne die Probe überhaupt nehmen zu müssen. Man braucht nur an der Oberfläche diesen Laser bedienen und bekommt ein Fluoreszenzsignal, was dann quantifiziert werden kann auf bestimmte Pigmente. Und diese Arbeiten sind in der Antarktis entwickelt worden, dass man sich speziell diese Eisalgen im Eis ansehen kann, auf einem oder mit einem Aufwand, der relativ gering ist, aber zu einer großen Datendichte führen kann, um vielleicht bessere Aussagen treffen zu können, was jetzt die Zukunft unserer Gletscher betrifft, beziehungsweise auch die Zukunft von diesen großen Eismassen vom Meereis, welche drastisch schrumpfen über den Sommer oder über den Polarsommer. Und somit versucht man einfach etwas verantwortungsvoller auch an diese Forschung heranzugehen.